lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Call of Duty Video bei mir im Kanal. Wir haben aber heute kein Thema, das mit Call of Duty zu tun hat, sondern vielleicht hat es der ein oder andere auch schon mitbekommen, ich habe auf Twitter ja gepostet, dass meine PlayStation 5 bereits kaputt ist. Und ich dachte, ich möchte euch mal so ein bisschen über die Gründe aufklären, warum ist die PlayStation kaputt gegangen. Was könnt ihr da draußen vielleicht machen, wenn ihr das gleiche Problem habt? Und wie hat sich das Ganze eigentlich angekündigt? Also fangen wir mal ganz von vorne an. Ich habe ja, wie ihr wisst, eine Xbox Series X bestellt und eine PlayStation vorbestellt. Die PlayStation ist leider sehr, sehr spät angekommen. Die Xbox hatte ich pünktlich zum Release. Die läuft auch hier ohne Probleme sehr, sehr leise. Die PlayStation habe ich bekommen, ist eine digitale Version, weil ich gesagt habe, ich brauche die CD-Version nicht, interessiert mich persönlich nicht. Habe sie bekommen. Ich war, glaube ich, einer von den Kunden, wo ein bisschen von diesem Spulenfiepen betroffen ist. Aber das scheint wohl Standard zu sein. Also wer nicht weiß, was Spulenfiepen ist, es äußert sich in der Form, dass es manchmal so ein kleines, ja, ich will nicht sagen Lüftergeräusch hört, aber man hört so ein bisschen so ein Geräusch hört man. Es ist, ich würde sagen, wenn man mit Kopfhörern zockt, werdet ihr es überhaupt nicht merken. Habt ihr aber zum Beispiel ein Setup, das auf einer ruhigen Station im Wohnzimmer ist, ihr möchtet in Ruhe zocken, zockt über Fernsehboxen oder über eine Surround-Anlage etc., dann könnte es sein, wenn ihr recht nah am Fernseher sitzt, dass ihr es hört. Mich persönlich hat es nicht gestört. Ich habe aber gesagt, ich recherchiere jetzt einfach mal. Das heißt, was ist das Erste, was ich recherchiert habe? Ich habe recherchiert, gibt es irgendwie verschiedene Tranchen von der PlayStation? Gibt es da verschiedene Tranchen, die zum Beispiel verschiedene Lüfter eingebaut haben? Ja, das hat sich auch bestätigt. Es gibt verschiedene Arten von Lüftern, die die PlayStation verbaut hat. Und zwar anscheinend gibt es billige Lüfter und es gibt etwas bessere Lüfter. Man kann es leider nicht feststellen, was man für einen Lüfter hat, außer man macht die PlayStation auf. Und das sollte keiner von euch da draußen machen, der sich damit nicht auskennt. Und vor allem, wenn ihr nicht Bock habt, eure Garantie zu verlieren. Weil wenn ihr das Ding aufmacht, ist Garantie weg. Dann bricht nämlich hinten das Siegel und dadurch ist das vernichtet sozusagen. Und eure Garantie ist weg. Das würde ich euch nicht empfehlen. Das war schon mal der erste Punkt, wo ich gesagt habe, das stört mich ein bisschen. Der zweite Punkt war das, ich habe von meiner alten PlayStation 4 Pro Spiele, Trophäen, Cloud-Saves, alles übertragen auf die PlayStation 5. Erst dann habe ich meine PlayStation 4 verkauft. Das ist auch was ich euch empfehle. Macht das nicht. Verkauft nicht vorher die PlayStation, wenn ihr die andere noch nicht habt. Weil das Problem ist, sollten eure Speicherstände, Spielstände etc. irgendwie weg sein, habt ihr sie wenigstens noch auf der alten Konsole und könnt sie in die Cloud hochladen. Macht nicht den gleichen Fehler, den ich gemacht habe. So, kommen wir dazu. Was ist denn passiert? Also, ich spiele auf der PlayStation 5 Call of Duty, also Cold War, FIFA 21, das neue Playroom, wie heißt es? Astros Playroom, also das Spiel, was mitgeliefert worden ist. Und was war noch? Ghost of Tsushima und Red Dead Redemption 2. Das sind so die Spiele, die ich spiele. Davon sind eigentlich nur zwei PlayStation 5 Spiele. FIFA 21 ist die PlayStation 5 Version des Spiels. Wobei man jetzt nicht sagen kann, dass es ein PlayStation 5 Spiel ist. Also, es gibt eine PlayStation 5 Version des Spiels. Call of Duty hat ja auch eine PlayStation 5 Version, aber sagen wir mal ehrlich, also drei Spiele. Also Call of Duty ist ein PlayStation 5 Spiel, Astros Playroom und FIFA. Das sind so diese PlayStation 5 getitelten Spiele. Die anderen sind alles PlayStation 4 Spiele. Ich starte das Spiel, es funktioniert alles, kein Problem. Mitten im Spiel macht einfach irgendwas. Es kommt ein schwarzer Bildschirm, dann kommt ein Ladekringel und dann wird ein Fehler angezeigt. Und zwar, den Fehler habe ich hier. Sage ich euch gleich mal den Fehlercode, weil den habe ich mir natürlich nicht gemerkt. Das ist der CE108255-1. Diesen Fehler habe ich bekommen. Und zwar jedes Mal. Bei FIFA hat sich das so geäußert, dass jedes zweite Match bei mir ein Abbruch war. Das heißt, ich konnte ein Match spielen
Im zweiten Match hat sich das Spiel aufgehängt. Teilweise war es nach dem ersten Match schon, aber meistens immer erst nach dem zweiten Match. Total merkwürdig, weil es hat ja funktioniert. Dann habe ich mir gedacht, gut, könnte ein FIFA-Problem sein. Warte ich auf einen Patch von FIFA. Ich habe im Forum nachgeguckt. FIFA, es gibt Leute, die dieses Problem haben, aber es sind sehr wenige. Deswegen habe ich gedacht, okay, es kann kein generelles Problem sein. Also warten wir mal ab. Dann habe ich Ghost of Tsushima eingeschmissen, das gespielt. Das hat auch ohne Probleme funktioniert. Ich glaube, 3 Stunden lang und dann ist das Gleiche auch passiert. Gleiches Prinzip. Es ist einfach abgeschmiert. Und das ist mir dann immer wieder bei beiden Spielen passiert. Du hast gespielt und nach Abständen, die man nicht betiteln kann, also sprich nicht irgendwie immer an der Stelle oder immer nach x Minuten, sondern es war manchmal nach einer halben Stunde, manchmal nach einer Stunde, manchmal sogar nach 3 Stunden, ist einfach dieser Fehler aufgetreten. Da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht liegt es ja an der PlayStation Software. Dann kam letzte Woche das PlayStation Update für die PlayStation 5, habe es installiert. Die gleichen Fehler sind wieder passiert. Da habe ich mir gedacht, gut, probiere ich dieses Astros Playroom mal aus, spiele das ein bisschen, cooles Jump-and-Run-Spiel. Das hat 90% der Zeit auch funktioniert. Und dann hatte ich auch wieder diesen Fehler. Und er ist immer wieder passiert. Man konnte das Spiel konnte man am meisten von allen Spielen spielen, komischerweise. Bei den anderen Spielen regelmäßiger Abbruch. Call of Duty, muss ich ganz ehrlich sagen, hat am Anfang mehr Probleme gemacht, wurde aber besser gepatcht. Also das ist so ein ganz, ganz komischer Fehler, der aufgetreten ist. Fakt ist, ich habe dann bei PlayStation angerufen, also beim Sony Support, und habe den Jungs gesagt, so Leute, was ist denn das Problem? Also was ist denn jetzt aktueller Stand? Die haben gesagt, okay, du hast folgende Möglichkeiten, das und das und das. Möglichkeit 1 war Initialisieren der Datenbank. Das heißt, man startet die PlayStation im Sicherheitsmodus, geht dann auf den Punkt 5, glaube ich, und tut die Datenbank neu rekonstruieren oder initialisieren. Das hat auch Besserung gebracht, aber nur für 1-2 Stunden. Danach ist das gleiche Fehler wieder aufgetaucht. So, dann wurde mir empfohlen, okay, pass auf, tu doch Folgendes machen. Die PlayStation komplett platt machen, von einem USB-Stick die Software drauf installieren und dann nochmal alles neu. Also sprich, jedes Spiel neu runterladen und alles komplett neu. Ich, Dödel, habe natürlich anscheinend irgendwie einen Fehler gemacht bei der Synchronisation in die Cloud. Mein Speicherstand von Ghost of Tsushima, wo ich wirklich sehr, sehr weit war, ist einfach komplett weg. Ich habe zum Glück noch die alte PlayStation gehabt und hatte einen Speicherstand von Ende Oktober. Aber Ende Oktober ist halt nicht jetzt, ne? Ist ziemlich behindert. Für alle anderen Spiele sind meine Speicherstände komplett weg. Tja, kann man nicht ändern, ist halt so. Bei FIFA werde ich jetzt deswegen nicht rumheulen, weil es nur eine Karriere ist. Aber bei Ghost of Tsushima und Red Dead Redemption ist es schon ziemlich schade, weil da war ich, bei Red Dead Redemption war ich bei 84-85%. Also da habe ich das Spiel durchgespielt und war nur am Trophy hunten. Es ist halt ärgerlich, keine Ahnung, ich habe es ein bisschen verkackt. Ich war einfach so genervt von diesem Ganzen. Du musst alles neu aufsetzen, alles neu runterladen. Ich habe gehofft, dass das Besserung bringt. Das war jetzt am vergangenen Sonntag. Es hat keine Besserung gebracht. Der Fehler ist wieder aufgetaucht. Sogar häufiger wie zuvor. So, wieder beim PlayStation Support angerufen. Und Leute, wenn ihr beim PlayStation Support momentan anruft, habt ihr Wartezeiten halbe Stunde bis Stunde. Echt heftig. So, hab angerufen, hab das Ding geschildert. Der hat gesagt, okay, Reparatur. So, das Ding ist definitiv kaputt, hat er gesagt. Wenn dieser Fehler auftritt, und zwar bei allen Spielen in dieser Häufigkeit, dann ist es ein unbekannter Fehler, wo man nicht feststellen kann, ob es an irgendwas Bestimmten liegt, sondern man vermutet, dass es dann ein Hardware-Defekt ist. Also es ist nichts Software-seitiges. Ich habe daraufhin Reddit durchforstet und Reddit selbst hat einige Threads, wo genau dieser Fehler bei vielen Leuten auftaucht. Und wenn ihr weiterlest und wirklich, ich habe intensiv gelesen, ist es definitiv so, dass dieser Fehler immer in einem Hardware-Defekt geendet hat. Das heißt, die PlayStation funktioniert an sich, aber sie crasht immer wieder im Spiel und schmeißt euch dann zurück ins Hauptmenü. Also nicht vom Spiel, sondern von der PlayStation. Ziemlich blöder Fehler. So, PlayStation eingepackt, eingeschickt. Jetzt dauert es, wie lange auch immer. Angegeben sind 15 Werktage. Und Leute, wenn ihr mal auf die Uhr guckt, wollte ich schon sagen, auf den Kalender guckt, das ist jetzt Weihnachtszeit.
mit Corona. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr noch was wird mit der PlayStation 5. Aber so ist es halt. Ich dachte, ich erzähle euch die Story an der Stelle. Schreibt mir doch mal drunter, was ihr für Erfahrungen mit euren Konsolen gemacht habt. Gerne auch ältere Konsolen. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Bis dahin, euer Basti. Tschaußen! Yeah, 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 yeah. Ay, coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again.